Kommen wir mal auf das Thema, über das wir uns eigentlich unterhalten wollten, nämlich das Thema Silver Society. Ist ja auch ein bisschen, geht auch ein bisschen in die Richtung, die zu überlegen, wie gehen wir miteinander um und wie sieht unsere Gesellschaft aus. Vielleicht für unsere Zuseher kurz zur Erklärung. Silver Society, darf für uns beide sagen, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, da ist schon ein bisschen Silber drin. Es geht um das Älterwerden, um das, die Definition vielleicht des Begriffes, des Altwerdens, und wann ist man alt und wie verändert auch diese längere Lebenserwartung, auch das längere Fitness, also dass Menschen auch länger aktiv sein können heutzutage, wie das vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Wie verändert das eine Gesellschaft? Und die erste Frage, die ich natürlich stellen muss, ist, wann ist man denn alt? Ein lieber Freund von mir als Psychologe, er hat die beste Definition geliefert für die Frage, für die Antwort, die Sie jetzt wollen, nämlich die Frage, wann ist man alt? Er hat gesagt, alt ist man dann, wenn man sich beim Hinsitzen auf dem Stuhl so ein Geräusch anfängt machen. Oh. Oje. Und das kann schon mit 25 oje, sein. Und es kann aber auch sein, dass das mit 80 erst beginnt. Ja. Das heißt also, alt ist, wann man sich alt fühlt. Weil man wirklich sagt, oh, jetzt bin ich alt. Oh, und jetzt fühle ich mich vielleicht eher als ein Opfer des Lebens. Mhm. Eigentlich ist es so, dass es keinen Grund gibt, sich alt zu fühlen oder gar negativ zu fühlen. Mhm. Das heißt, es hat ganz viel mit unserer Mentalität zu tun, mit unserer Haltung, mit unserer Einstellung zu uns selbst und zum Leben. Mhm. Und immer mehr Menschen, und das ist das Schöne, leben eben nicht ein Leben als alte Menschen, sondern die haben verstanden, dass in ihrem Leben viel steckt, viel Kraft noch, viel auch Lust, etwas zu unternehmen, aber auch viel Lust, und das ist das, was in der Stelle und an der Situation, glaube ich, ganz wichtig wird, nämlich sie auch die Lust, noch einen Beitrag zu leisten zu dem, was in der Gesellschaft los ist. Ich meine, ich bin ja heute in Vorarlberg für ein Energieforum von Inhouse. Und das heißt, ein Energieforum, warum beschäftigt man sich mit Alter? Nur ein kleines Detail, wenn man nochmal auf die Energie und das Gespräch von vorhin zurückgeht. Über 50% der Menschen über 70, nämlich 55%, leben in ihrem Eigenheim. 45 davon sogar in ihrem eigenen Haus. Und dabei wissen wir, dass die meisten entweder alleine leben oder zu zweit. Na, wenn man jetzt ein bisschen rechnen anfängt, was das bedeutet, wenn dort die Energie sitzt, wenn da jeder Raum warm gemacht wird, wenn da überall die Lichter brennen, wenn da überall, und was das bedeutet, ja? Was sich da verändern kann, wenn wir Menschen sozusagen auch ermöglichen, einen Beitrag zu leisten, ohne dass es wehtut, sondern einfach, weil sich ihr Verhalten ändert. Also, das hängt alles zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir so, wenn ich vorher gesagt habe, lernen. Wir sind in einem Modus des Lernens als Gesellschaft, als Menschen, als Gruppen. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Die Dinge hängen zusammen. Wir können nicht das eine vom anderen isolieren oder sagen, ja, der oder ich. Nein, das hängt zusammen. Wir müssen da über das Gesamte immer nachdenken.